so darauf ein bisschen einstimmen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, heute zu unserem 14. Rennen in Singapur. So, ich muss mich schon mal gleich vorne weg entschuldigen. Ich habe leichtes Kratzen im Hals. Ich hoffe, dass meine Stimme den Abend noch da bleiben wird. Wir machen einfach mal das Beste daraus. Wir warten aktuell noch auf einen Fahrer. Der kommt ein paar Minütchen später, aber sollte dann auch gleich losgehen. Leon, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Stream und auf jeden Fall viel Glück im Qualifying und auch im Rennen.
So, aber dann werden wir mal die Zeit nutzen und schauen. Nur den. So, die Fahrertabelle. Aktuell Platz 1, nach 260 Punkten, 60 vor seinem Teamkollegen Axel, 210 dahinter ist. Dann haben wir bei Janni mit 116 Punkten, Berg 101 Punkt auf der 4, Rudi auf der 5 mit 98 Punkten, auf der 6 Markolinski mit 74 Punkten. Auf der 7 Miguel mit 67 Punkten. Hurricane auf der 8, 60. Auf der 9 haben wir AZ mit 55 Punkten. Streamzy mit 50 Punkten. Er rundet den Platz 10 ab. Das war ich mir jetzt vorzulesen. Einfach Leon zum Beispiel auf Platz 20 hat auch erst ein Rennen mitgefahren, aber war auch gleich 8 Punkte gut. So, und die Teamtabelle. Alpine auf Platz 1 mit 460 Punkten, gefolgt von McLaren mit 190 Punkten, eine Differenz von 270 Punkten. Dann auf der 3 haben wir die AMGs mit 129 Punkten. Eine Differenz von 331 Punkten. Auf Platz 4 haben wir Aston Martin mit 128 Punkten. Dann auf der 5 Red Bull Racing mit 107. Auf der 6 Ferrari mit 69. Auf Platz 7 haben wir Haas mit 68. Auf der 9, auf der 8, Entschuldigung, Alpha Tauri 67 Zehnern. Auf Platz 9 haben wir Alfa Romeo mit 556 Punkten. Und auf Platz 10 Williams Racing mit 46 Punkten. Also man sieht, Platz 1 ist aktuell vorerst nicht in greifbarer Nähe für ein anderes Team, sage ich. So, statt 16 Fahrer aktuell oder 16 Leute in der Lobby sind wir nur noch 15. Da ist wohl irgendeiner rausgeflogen. Oh, Leclerc, jetzt ist er wieder da. So, wieder mit dabei, Buti, Miguel, Dinamo, einfach Leon, Linus, Marvin, Olli Olaf, Lord Dennis, Axel, Kirby, Rinaldus, AZ, Hurricane, Dreamzy, Cryptix, Bourbone, genau, und Leclerc. Und nach meinem Stand warten wir wohl auf Marco. Jonas 187, vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Stream der RLE.
So, und er ist da, wunderbar. Dann kann es losgehen. So, also das Qualifying beginnt aktuell. Nach aktuellem Stand werden wir es auch normal fahren. Es sei denn, es fliegen zwei Fahrer raus. Was finde ich? So, Quali-Sperre liegt heute keine vor. Das heißt, es werden alle am Qualifying teilnehmen. Wir werden auf jeden Fall die erste Runde, den ersten Fahrer gleich mal onboard schalten, um uns die Strecke anzuschauen. Aktuell sehen wir noch keinen der Fahrer rausfahren. Es will wohl keiner als erstes hier raus auf die Strecke und sein Auto am besten zerlegen. Linus fährt erstmal auf Intermediates. Kann man mal machen. Muss man nicht unbedingt, aber okay. Dann würde ich wohl sagen, Linus wird wohl der Erste sein. Nö. Nee, soll nicht. Kirby geht raus. Oh, jetzt gehen sie alle raus hier. Wahnsinn. Egal, wir bleiben auf Kirby drauf. Kirby hat als erstes die Box, Boxengasse ver oder die Box verlassen. Von daher, Kirby übrigens Ersatzfahrer. Jetzt im Einsatz im McLaren. So, für die Einführungsrunde bzw. für diese Runde werde ich mal links das Overlay ausblenden, um die Strecke voll und ganz zu sehen. Singapur bei Nacht ist sehr schön. Oh ja, eine schöne scharfe Linkskurve. Wird wahrscheinlich im Rennen, nachher im Rennen auch häufig zu der einen oder anderen Problemzone werden. Überhaupt die Kurven hier sehr, ja, engläufig. So, mal schauen, was hier überhaupt für Zeiten möglich sind aktuell oder was man hier für Zeiten fährt.
So, und jetzt geht es auch schon los für Herbie in der Zeitrunde. Nee. So, also Herbie unterwegs auf seiner Hotlap. Dann haben wir Booty, einfach Leon, Dynamo und auch Cryptix. Alle auf ihrer Hotlap. Leclerc, Miguel, Outlap. Miguel jetzt auch auf der Hotlap. So, wir schauen, gucken wir mal, wer als erstes über Startziel kommt. Hurricane, Sektor 1, Purple. Booty, Sektor 2 unterwegs. Wohl hinter. So, Dynamo, Sektor 2, Purple. Wird Dynamo der sein, der als erstes über Startziel kommt? Sieht danach aus. So, und Dynamo, eine 1:36.809. So, Herbie, 1:36.930. Letzte Runde von Booty, 1:36.114. Hurricane eine 1:37.742 und Leon ist DNF gegangen. Oh, sehr ärgerlich für ihn. So, Cryptix unterwegs auf einer ungültigen Runde. Da haben wir die nächste Zeit von AZ, Platz 2, 1:35.879. Miguel mit einer 1:35.580. So, Leclerc unterwegs auf einer ungültigen Runde. So, Miguel wird wohl in die Box zurückfahren. Sektor 3, gelbe Flagge. So, wo wird die Zeit stehen bleiben für Lord Dennis? Letzte Schikane. Jetzt geht's Richtung Startziel. Doppellinks. 1:36.519 und er haut sich seine Zeit vorher noch im Blick. So, der Marvin. Doppel-Linkskurve und 1:37.529. Das reicht erstmal zu Platz 6. Berg 1:36.998. Oh, Lord Dennis, wieder ungültig. So, Marco auch raus.
Cryptics auch wieder raus. So, Axel geht auch raus auf seine Outlap. Linus hier wieder Reifen gewechselt. Ja, auf Softs. Vielen lieben Dank für dein Follow am 10. Mai und herzlich willkommen im Stream der Racing League. So, Dreamsy 1:37.362, somit erstmal Platz 8 für ihn. So, wie weit ist Rinaldus? Rinaldus ist in Sektor 2 unterwegs. Cryptics muss wohl noch eine Runde dranhängen. Reno live, auch dir vielen lieben Dank für dein Follow. So, Marco in Sektor 1, Purple. So, Rinaldus eine 1:40.687, Platz 10 vorerst für ihn. Und Marco eine 1:37.282 mit Platz, vorzeitig Platz 9, nun Platz 10. So, Olaf. Ah, ungültige Runde. Oh, was macht denn Axel da? Axel eine 1:35.733, Platz 3 vorerst für ihn. Lord Dennis versucht es gerade nochmal und Linus. Linus weiter vorne als Lord Dennis. Also bringt Linus jetzt deine Zeit. Ich bin gespannt. 1:34.808. Wahnsinn. Ah, guten Abend, Leon. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich habe es zwar leider nicht im Stream drauf gehabt, aber ja, du hast einfach kein Glück mit dem Qualifying. So, hier dreht sich Lord Dennis, aber er kann weiterfahren. So, Linus, neue
Egal, die Nussen, den hatten wir eben schon. Die Nussen 1,34808, genau. So, also Lord Dennis muss abbrechen, fährt in die Box zurück, auch Olaf. Nun fehlen uns aktuell noch zwei Zeiten. Ja, passiert, Leon, ne? Gut, holst du im Rennen wieder raus. Hat ja letzte Woche auch geklappt. So, 3 Minuten 47 sind hier noch. Werd's versuchen. Daumen sind gedrückt, Leon. Wie gesagt, letzte Woche, das sah ja schon ganz gut aus. Da war es Qualifying ja auch nicht so prickelnd. Naja, aber gut, Singapur ist natürlich auch eine schwierige Strecke. So, Lord Dennis wieder draußen auf seiner Outlap. Olli Olaf genauso. Die zwei Kandidaten auf jeden Fall, die hier noch eine Zeit bringen müssen. Gut, wir bleiben auf Lord Dennis. Lord Dennis auf jeden Fall flott unterwegs, Sektor 2. Der hat da Sektorenbestzeit nach jetzigem Stand. So, und das Spiel ist gar nicht verbuggt. Hier vorne sieht man einen Reifen liegen. So, Lord Dennis, Platz 6, 1,36,690. So, was macht Olaf? Olaf, 1,36,759, Platz 7 für ihn. Zeit ist rum. Dreamsy, Sektor 1, 0,3 schneller unterwegs als seine vorige Runde.
So, Rinaldus, 1:36,245. 4 Sekunden schneller als seine erste Runde. Somit Platz 6 für ihn. So, jetzt kommt es noch auf Dreamzee an. Wird er es schaffen? Gibt er Marco noch mit raus? Wir werden es in wenigen Sekunden erfahren. So, die letzte Doppeldingskurve. 1:36,511, somit Platz 7. Einfach Leon und Marco sehen wir im Rennen wieder. Somit ist jetzt Q1 erstmal vorbei.
So, sorry, ist kurz weg. So, Marvin unterwegs auf der Hotlap. Rinaldus, Hurricane, Booty, Miguel, Dreamzy, Lord Dennis, Cryptix und AZ. So, wer ist denn am weitesten? Booty? Ah, schwer zu sagen. Dreamzy. Ah, wir lassen uns überraschen. Wir bleiben auf Dreamzy drauf. So, Marvin, Rinaldus, Hurricane, Olaf, Leclerc und auch Linus auf den Mediums unterwegs. Der Rest des Fahrerfelds ist auf Softs. Oh, AZ war der erste. 1:36.473. Uti 1:36.422. Jetzt Miguel 1:36.128. Beamsi eine 1:39.708. Marvin eine 1:37.445. Oh, hier krabbeln aber hier die Zeiten rein. Hurricane 1:37.797. Renaldus. Ungültige Runde. So, Cryptix 1:39.649. Okay, Cryptix ist dann wohl hier DNF gegangen. Schnellste Runde von Linus 1:35.496. Was macht sein Teamkollege Axel? Der ist auf einer ungültigen Runde unterwegs. Okay. So, Rinaldus auch ungültige Runde nochmal. Aktuell. Warte.
So, Dynamo unterwegs in Sektor 3 fährt jetzt über Startziel, wo. Okay, nee, doch nicht hoch. Ohne Frontflügel unterwegs. Also Olaf beginnt seine Hotlap jetzt erst. Ronaldos hat sich auf Platz 6 vorgefahren. So, ansonsten fehlt uns noch eine Zeit von Leclerc, von aktuell noch Dynamo. Olaf versucht es ja jetzt und Axel. Aber wir bleiben einfach mal auf Olaf drauf. So, Linus mit seiner 1:35.496 verlässt schon mal die Session. Definitiv, auf jeden Fall weiter. So, Sektor 3, gelbe Flagge. So, und Olaf 1:36.556. So, okay. Also Axel auf seiner Hotlap. So, Sektor 1, Purple bei Axel. Sektor 2 und 3 haben wir eine gelbe Flagge. Auslöser wird vermutlich. Scheint Olaf zu sein, aber gut. Olaf fährt halt zurück in die Box. So, Sektorzeit von Axel. Sektor 2, 1:08.084. Axel bricht die Runde auch ab. Oh, das wird verdammt eng. Auch Leclerc hat seinen Frontflügel verloren. Auch für ihn wird es eng. Jetzt noch zurück in die Box, Auto reparieren und dann gleich wieder raus. Oh, Wahnsinn. So, Dynamo geht hier noch mal raus, auch Dynamo aktuell ohne Zeit. Das wird wohl. Ich will es nicht beschreien, aber für Leclerc wird es das wohl gewesen sein. Jawohl. So, Herbie noch mal auf eine Outlap. Was macht Axel?
Der hat Axel noch mal raus. Da ist er. 1,50. Ja, jetzt heißt es aber Gas geben, damit er über die Ziellinie kommt. Oh, ich glaube, das wird aber nichts. Boxenausfahrt. Oh. Wir lassen uns überraschen. Das wäre, glaube ich, das erste Qualifying, wo Axel in Q2 ausscheidet. So, Herbie auf. Ne, Herbie ist durch. Ne? Mal schauen, ob Herbie noch eine schnelle Runde versucht. Gut, Axel muss natürlich alles versuchen, jetzt irgendwo abzukürzen, damit er es noch schafft, über Startziel innerhalb der Zeit. Kirby in Sektor 1 auf jeden Fall nochmal Zehntel schneller. 20 Sekunden hat Axel noch. Das sieht gut aus. So, jetzt aber die letzte Chance für ihn. Jetzt muss die Runde sitzen. So, auch Sektor 2, 6 Zehntel schneller aktuell Kirby. Aber auch Marvin ist in Sektor 1 Zehntel schneller gewesen. Sechsundzwanzig, fünf, vier, drei, Sektor 1. Marvin, Sektor 2, Bestzeit. Streamen Sie ungültige Runde. Herbie schiebt sich hier auf Platz 2 vor. Wahnsinn. Was macht streamen sie auch ungelegene Runde, okay. So, Axel, wo bleibt die Zeit stehen für ihn? Die Doppel links. 1,36,272 hat sich auf jeden Fall noch ins Q3 gerettet. War knapp, aber er hat es geschafft. Verabschieden tun wir uns von Hurricane, von Dreamzy, von Cryptix, von Dynamo und von Leclerc.
So, Q3 hat begonnen, 12 Minuten. So, alle draußen, jeder will hier natürlich die beste Runde ablegen. So, Booty und Axel. Dino so, alle zeitgleich drüber. Dann bleiben wir auf Booty. So, Sektor Bestzeit in Sektor 1. Und da haben wir schon die erste gelbe Flagge. Erkennen können wir jetzt nichts. Oh, Axel war der erste. 1,34,637. Guti, 1,35,267. Dann haben wir Linus. 1,34,817. Lord Dennis, 1,35,831. Platz 4 für ihn. Marvin, 1,36,726. Miguel auf einer ungültigen Runde. AC in der Garage. Was macht... Oh, Herbie. Herbie dreht sich. So, Herbie bricht die Runde ab. So, aktuell Team Alpin auf Platz 1 und 2. Booty im AMG auf Platz 3. Hier trifft er doch schön um die Kurve.
So, fünf Zeiten haben wir, fünf fehlen uns noch. AC geht jetzt raus. So, AZ Sektor Bestzeit in Sektor 1. Auch Sektor 2 ist Pöbel. Wie sieht es jetzt in Sektor 3 aus? Eins, 35, 3, 7, 6 und er haut sie. Oh, ärgerlich. Und sogar die nächste Runde auch ungültig. Oh nein. Sehr, sehr ärgerlich für ihn. So, was macht Olaf? Eins, 35, 7, 5, 9, somit Platz 4 für Olaf. Miguel, 1, 36, 4, 2, 3, Platz 6 für ihn. Auch Herbie, oh, am Anfang der Runde und dann ungültig. Hier macht er fair Platz. Thank you.
Die letzte Minute und 15 Sekunden laufen. Ronaldos, Platz 5. 1,35,798. So, jetzt muss nur noch Herbie dann über Ziel kommen. So, AC, genau dasselbe Spiel. Wobei AC schon auf seiner schnellen Runde ist. Sektor 2, Purple. So, vorne, Guti auf Platz 2 vorgefahren. Aber Linus ist noch unterwegs. AC, oh, ja, keine Zeit gezählt. Wahnsinn. So, was macht Linus? So, ist Qualifying offiziell vorbei. Alle, die jetzt noch rechtzeitig über Startziel gekommen sind, dürfen natürlich ihre Runde fertig fahren. Und er kommt in den Gegenverkehr. Aber hier macht Rinaldus. Müsste Rinaldus sein. Ja, so, fair Platz. So, Linus, jetzt kurz vor Startziel. Wo bleibt die Zeit stehen? Schafft er es in Startreihe 1? Schafft er. Platz 1 für Linus. AC, oh, wie ärgerlich. AC raus. AC Platz 10. Und Herbie. 1,36, glaube ich, 1 noch was. Welcher Platz ist es für ihn? Eine Einblendung wäre nett. Platz 7. So, die Startaufstellung: Platz 1 bis 10. Linus, Axel, Buti, Olaf, Rinaldus, Lord Dennis, Herbie, Marvin, Miguel und AC. So, wie sieht's denn aus? 5 Minuten werden wir kurz in die Pause gehen. So, in 4 Minuten geht es los. Ich gehe ganz kurz in die Werbeunterbrechung. Bis gleich.
zur Einführungsrunde sind wir wieder da. Wir freuen uns hier auf ein spannendes Rennen. Jetzt halt macht wieder was es will hier. So, ich hoffe, ihr habt noch Spielsound. Irgendwie habe ich gerade nämlich keinen mehr. So, die Ampel ist an, beziehungsweise schon wieder aus. Linus kommt hier gut weg vor Axel. Und, oh, da fährt schon der erste Querfeld ein. Das müsste Booty gewesen sein. Olaf auf Platz 4, Rinaldus auf der 5. Oh, sehr enge Geschichte hier auf jeden Fall. Leon, 3 Plätze gut gemacht. So, Sektor 3 haben wir schon eine gelbe Flagge. Erkennbar. Schnellste Runde von Dinos 1,42, 1,72.
So, es tut mir gerade wirklich unendlich leid. Ich habe hier irgendwelche Tonprobleme. Auch wenn es hier nun funktioniert, aber. So, Miguel in der Box gewesen. Wir gucken vorne. Linus, Axel, Booty, Olaf, Reinaldus, Lord Dennis, Kirby auf Platz 7. AC zwei Plätze gut gemacht, ist auf der 8. Marvin auf der 9. Dann haben wir Cryptix auf der 10. Hurricane auf der 11. Auf Platz 12 haben wir Leclerc. Auf Platz 13 einfach Leon. Auf 14 Marco. Genau. Auf der 15 haben wir Dreamzy. Auf 16 Dynamo. Und auf 17 haben wir Miguel. So, die erste Warnung auch schon für Marco. 3 Sekunden Zeitstrafe hat er hier schon kassiert. So, interessante Reifenwahl auf jeden Fall. Kirby und Marvin auch Softs. Dann haben wir noch Cryptix, Hurricane, Leclerc, Leon, Marco und Dreamzy auf den harten. Und der Rest des Feldes ist auf Mediums unterwegs. So, und da haben wir einen Dreher gehabt von Hurricane. Somit natürlich Dreamzy, Marco und auch, glaube auch Leon vorbeigegangen. So, hinten. Cryptix ist auch schon raus. An welcher Position ist das passiert? Aber auf jeden Fall haben wir das erste Safety Car jetzt. Oh,
So, auf jeden Fall Runde 5 von 31 und nach wie vor das Safety Car noch draußen. Natürlich haben jetzt alle die Möglichkeit wieder ranzukommen. Mal schauen, wer es genutzt hat für die Boxenstops. Bisher waren nur Herbie, Miguel und Marvin in der Box. Gut, dann schauen wir mal vorne. So, das Safety Car geht in dieser Runde wieder rein. So, Rennen ist wieder freigegeben. So, hier schon der Fight zwischen Guti und Olaf. Olaf bleibt hinter Guti auf Platz 4, aber ganz dicht beieinander. Platz 5 und 6 genauso dicht. Und es fängt an. Ist das richtig? Sah es eben so aus, als würde es anfangen zu regnen hier. Das sieht wirklich so nach Regen aus.
Ja, es scheint schon länger zu regnen, kann das sein? So, AZ und Miguel ist raus. Und wieder Safety Car. Ach du Schande, was ist hier los? Ah, Mann, passt wieder wie die Faust aufs Auge. Nur noch an. So, Linus geht auch in die Box. Noch ist es Safety Car draußen. Booty führt das Rennen, Rennen an, aber auch Booty wird in die Box müssen und sich Rennreifen zu, Regenreifen zu holen, beziehungsweise Intermediates.
So, Runde 11 von 31. Wir befinden uns immer noch in der Safety-Car-Phase. So, Safety Car geht wieder rein. Gut, die gibt das Rennen an. Nach wie vor ist Booty auf Mediums unterwegs. Auch Herbie noch auf Mediums. So, hinten Axel vorbei an Leclerc. Leclerc wieder zurück. Also die Mediums sind wohl hier noch ein Stück, zumindest von der Geschwindigkeit her, schneller aktuell. Regenschlacht hier in Singapur. Die Armut ist ghosted. Marco geht vorbei hinten an einfach Leon. So, vorne Axel jetzt gegen Leclerc. Und auch Lord Dennis geht hinterher. Sind wohl die Mediums doch nicht mehr so gut. Und da hat es Marvin erwischt. Und auch Linus ist raus. Und die dritte Safety Car Phase. Wahnsinn. Ach, was ist hier heute los?
So, das Safety Car geht in dieser Runde wieder rein. So, Olaf nach wie vor vorne, AZ, Rinaldus, Axel, Lord Dennis auf der 5, Marco auf Marco, der 6, Gefährt auf der 7, Guti auf der 8. So, Runde 15 von 31 nach wie vor. Ein Red Bull vorne, gefolgt von AZ im Alfa Romeo. Wir bleiben mal bei Leclerc. So, Leclerc geht hier vorbei an Marco.
Auf Startziel.
gibt es. So, nach wie vor Olaf auf Platz 1. Boah, Rinaldus. Herbie hier dicht an Hurricane dran. So, hinten AZ geht hier vorbei an Dreamzy. Leider im letzten Moment erst gesehen. So, 10 Runden hier noch zu fahren. Axel, 7 Zehntel hinter Rinaldus. Olaf, eine Sekunde knapp vor Rinaldus. So, leider 3 Ausfälle gehabt. Einmal Linus, Miguel und Cryptix. Gehen sie vorbei an Dynamo, der dann der Box war, ist wieder jetzt wieder rauskommt. So, ansonsten haben wir noch Leclerc mit 4 Zehntel hinter Axel, dann Duty mit knapp 5 Zehntel hinter Marco, Kirby auch nur 5 bis 6 Zehntel hinter Hurricane. Also da geht noch was, da könnte noch der ein oder andere Platzwechsel definitiv stattfinden. Auf jeden Fall ist es hier noch fleißig am Regnen. Noch reichen definitiv die Intermediates.
Gott, Dennis geht in die Box. Marvin vorbei. Was macht? Bleibt auf Idiots. So, Olaf in die Box, Reinaldo in die Box, Axel in der Box. So. Nun führt Leclerc das Rennen an. Reinaldos, Axel, Olaf und auch Marco sind jetzt auf die Softs gegangen. Bin gespannt, ob die Strecke trocken genug ist. Die ersten gehen auch schon wieder auf Mediums. Wir lassen uns überraschen, wie offen ist die Strecke. So, Axel auf Platz 6, direkt hinter Reinaldos. Geht jetzt hier vorbei an Reinaldos. So, 5 Runden noch zu fahren hier.
So, auch Leclerc geht jetzt in die Box, holt sich auch Reifen für die trockenen Verhältnisse. Axel geht jetzt vorbei auf Platz 1. Olaf geht vorbei, Platz 2. Marco auf der 3. Leclerc fällt auf Platz 4 zurück, beziehungsweise 5. Sogar noch auf. Okay. Ach, das war Booty eben. Entschuldigung. So, Sektor 1, gelbe Flagge. So, Axel, schnellste Rennrunde 1:38,494. Axel gibt jetzt Gas hier. So, die letzten drei Runden laufen jetzt. So, die Abstände sind relativ groß, bis auf bei Marvin und Booty. 0,7 trennt die beiden. Gut, wir bleiben auf Marvin. Perspektive.
So, wie sieht es mit den Strafen aus? Ja, nach jetzigem Stand würde es Marvin auf jeden Fall sehr weit nach vorne spülen. So, Hurricane 0,4 auch nur hinter Marvin. So, die nächste Zeitstrafe für Leclerc. 9 Sekunden mittlerweile auch bei ihm. So, letzte Runde hat begonnen hier. So, lass uns. Oh, hier. Hier der Angriff von einfach Leon gegen Buti. Und er ist vorbei an Buti. Beide 3 Sekunden Zeitstrafe. Somit würde sich positionsmäßig bei den beiden nichts geben. Leon bliebe auf jeden Fall vor Buti. So, hinten nochmal Lord Dennis gegen Rinaldus. So, Axel als erstes über die Linie gekommen, Olaf als zweites, gewinnt aber hier dieses Rennen. Marco kommt auf Position 3 rein. Fällt weit zurück auf Platz 8. Platz 3 Hurricane, Platz 4 Marvin, Platz 5 Leon. Platz 6 Herbie. Leon, sehr schönes Rennen, muss man schon sagen. Glückwunsch. Welchen Platz bist du jetzt zum Schluss eigentlich gewesen? Ja, das Rennen, muss ich sagen, war heute dann doch sehr, sehr, sehr durchwachsen. Meine Nachbarschaft ist, glaube ich, jetzt wach. Das glaube ich.
Ja, Mann, auf jeden Fall war ein tolles Rennen. Leider ein bisschen viele Safety-Car-Phasen. Leon auf Platz 5 reingekommen. Olaf Erster, Axel Zweiter, Hurricane Dritter, Marvin Förder. Kirby auf Platz 6, Booty 7, Marco auf der 8, AZ auf der 9, Lord Dennis auf der 10, Reynaldus auf 11, Dreamzee auf 12, Leclerc auf 13, Dynamo auf 14. Dann haben wir Linus auf 15 ausgeschieden, leider. Miguel auch ausgeschieden auf der 16 und Cryptix auch ausgeschieden auf Platz 17. Classic Vettel. Ah, Liga 2 hat in 10 Runden 4 Safety Car Phasen. Okay, gut, dann liegen wir ja noch gut im Schnitt, würde ich sagen, mit unseren 3 Safety Car Phasen. Ja gut, damit sind wir auch am Ende angekommen. 10:30 haben wir es gleich. Nächste Woche Sonntag hören wir uns dann wieder zum 15. Rennen. Ja, Leon, auf jeden Fall. Ohne Podium, Entschuldigung, ohne Strafe wäre es ein Podium gewesen. Gut, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Start in die neue Woche und wir hören uns nächsten Sonntag um 20 Uhr wieder. Ciao, ciao.